Herzlich willkommen, hier ist Scrubton, ich heiße herzlich willkommen zu dem Horrorspiel namens Parasite. Und ich habe eben die ganze Schluckauf gehabt und ich hoffe, ich werde mich so erschrecken, dass mein Schluckauf dann weg ist. Okay, und wir haben Kreide in der Hand. Mit der Kreide können wir... Hey, cool, das geht sogar wirklich, was steht da? Wer ist hier zu bewegen? Ja, macht Sinn. Mausrad? Ah, ich kann mein Licht ausmachen. Ey, das ist cool. Kann ich verschiedene... Ne, ich kann es von außen komplett anmachen, ne? Ja, okay, aber ich lasse mal an. Ich schätze mal, es wird... Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie bestimmte Ressourcen davon haben oder so. Hört 1, 2, 3. Auf verschiedene Licht. Okay, passt alles. Use Chalk, recht. Aufmachen. So, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht, aber ich habe euch eben auf Twitter die Möglichkeit gegeben, zwischen drei Horror-Games, die ihr zocken werden, aufnehmen kann. Und ihr habt euch für Parasite entschieden. Also zocke ich jetzt Parasite. Nochmal Sachen auf dem Boden. Ich hoffe, ich kann möglichst viel. It's attracted to light. Dann mach ich das Licht mal aus. Brauche ich das Licht überhaupt? Ich meine, so dunkel ist es hier jetzt sowieso nicht, finde ich. Aber ja, ich muss schon sagen, das erinnert mich jetzt vom Aufbau und vom Grafikstil ziemlich an, wie hieß es nochmal, Fabricant, wenn ich daran noch erinnern könnte. Das habe ich vor, glaube ich, 2 Monaten oder so gespielt und es war gar nicht so schlecht. Das heißt, den Grafikstil hier finde ich auch gar nicht so schlimm, aber ich sehe hier gerade gar nichts. Aber ich glaube, ich mache das Licht lieber aus, damit das Vieh nicht hier ankommt. Oder lasse ich es an? Manly, komm, lass mal alle an, komm, scheißegal. Hieß es? Da hinten ist was. Okay. Von da komme ich und da hinten ist ein Vieh. Ich hab's gesehen. Okay. Kommt das von da? Ich hoffe nicht. Kann ich sprinten? Nein, kann ich nicht. Oder kann ich doch sprinten? Ich bin gerade so schnell gelaufen auf einmal. Ist ein bisschen komisch. Ach guck mal, wenn ich so seitlich laufe, laufe ich schneller? Oder kommt mir das nur so vor? Kommt mir nur so vor, okay. Hier geht's nicht. Doch, hier geht's lang. Oh, okay. Atmosphäre schon mal gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Okay. Ich lasse das Licht mal lieber wieder aus. Von hier bin ich gekommen. Okay. Was steht da? Ha? Da steht. Weiß ich nicht. Okay, das Licht da mal, vielleicht sehe ich es dann. The rats to our friend. Okay. Die Ratten haben auch Angst vor dem Vieh. Das heißt, die Ratten rennen wahrscheinlich vor dem Typen weg. Hallo? Was möglicherweise ein Tipp sein könnte für später. Da hinten ist was. Glaube ich. Ist es ein Schalter? Das ist ein Schalter, glaube ich. Okay, okay. Ganz langsam weiterlaufen, konzentriert. Ich kenne mich aus mit Abwasserkanälen, da wohne ich eigentlich auch immer und bla. Okay, ich habe den Schalter auf. Ich weiß nicht, was der Schalter bringt, aber ich habe ihn aktiviert. Und ich laufe ganz langsam und entspannt weiter. Und dass es keine Musik gibt, macht mich irgendwie allgemein so ein bisschen nervöser. Okay, ah nee, was habe ich jetzt aufgemacht hier? Okay, ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwas aufgemacht. Wird wohl gut gewesen sein, schätze ich mal. Licht an. Von hier bin ich gekommen. Okay, ich weiß, dass das Vieh hier in diesem Gebiet war. Ich habe es ja gesehen. Aber ganz langsam entspannt weiterlaufen. Hoffen, dass wir nicht reinrennen. Mir fällt gerade auf, wenn ich einmal nach vorne drücke, laufe ich länger, als ich eigentlich gedrückt halte. Oh fuck, okay, ich weiß, dass das Vieh war hier irgendwo. Okay. Das Licht mal aus, ne? Und da kommen wir. Ich hab's hier gesehen, in dem Gang, 100 pro. Ich hoffe, ich renne jetzt nicht voll rein. Okay. Ah! Oh, folgt mir das Vieh? Ich hab keine Ahnung. Oh, was war das? Ich hab's nicht mal gesehen. Oh Gott, ich hoffe, das Ding ist nicht schneller als ich. Bitte nicht. Okay, okay. Hey, da war das Parasitenvieh, was auch immer das ist. Da hinten kann ich auch lang, glaube ich. Folgt mir das? Scheint mir nicht zu folgen. Hier kann ich nicht weiter. Fuck. Okay. Okay, das spielt eine wesentlich bessere Atmosphäre, als ich eigentlich erwartet hatte. Ich habe ehrlich gesagt immer erwartet, dass es ein ziemlich trashiges Horror-Game wird, aber... Fuck, von hier komme ich her. Okay, okay, okay. Da ist das Vieh, aber da muss ich auch lang, weil das ist der einzige Gang gewesen, stimmt's? Ich glaube... Hier... Weiter. Okay, da hinten ist es. Aber es läuft in die andere Richtung. Das heißt, ich müsste eigentlich erstmal sicher sein. Hoffe ich. Okay. Ich scheine sicher zu sein. Gut. Abwasserkanal erupted. Der Klempner, der weiß, was er tut. Ich will hier unten eigentlich alles sauber machen. Hier mit dem weißen Stift hier ein bisschen rummalen auf dem Boden. Ich male nur Bilder. Kann ich da durch? Nein, fuck. Oh, was ist das für ein Gang, ey? Holy shit. Okay. Okay, okay, okay. Hier geht's nicht lang. Da geht's nicht lang.
Ich hoffe, das Vieh ist nicht irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich das Licht überhaupt anmachen soll, ob das so schlau ist. Oh fuck, was ist das für ein Gang? Okay, wenn hier irgendwo das Vieh ist, bin ich instant sofort im Arsch. Ist da ein Gang? Scheint so. Nee, fuck. Da kann ich nicht durch, okay. Hier ist es nicht. Ah, oh, ich kann gerade schlecht kommentieren, ich bin sehr nervös. Muss ich mal zugeben. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr markieren sollen, ich Trottel. Okay, ich gucke jetzt mal hier. Okay, da geht's gar nicht weiter. Ich bin ein Genie und ich höre irgendwas. Ich mach's Licht mal ein bisschen an. Ich will. Fuck, okay, hier geht's. Doch. Nein, hier geht's nicht weiter. Okay, das heißt, der Gang hier ist vollkommen Latte. Hier geht's nicht weiter. Ich weiß nicht, wie viel ich markieren kann. Ich hoffe genug. Kann ich nämlich hier einfach den Gang markieren, damit ich weiß, hier nicht mehr lang gehen. Oh, ich hoffe jetzt wirklich, dass das Vieh gar nicht hier rein kann. In dieses kleine Gebiet. Okay, da geht's auch nicht weiter. Das heißt, der Gang hier ist einfach vollkommen im Arsch, ja. Okay. Okay. Gehen wir diesen Langgang entlang. Und schauen wir mal, ob es da hinten die Lösung zu einigen Problemen gibt. Oder. Oder, tot. Vielleicht gibt es auch tot. Okay. Oh, die Gänge sind zu lang. Uns passiert nichts. Und ich habe Angst. Da bin ich gekommen. Ich guck mal hier. Da ist was. Okay, hier ist auf jeden Fall irgendein Weg oder so. Okay, okay, okay. Licht an. Oh, das Licht bringt aber auch wirklich nicht besonders viel, ne? Aber hier ist ein Schalter. Ich weiß aber nicht, was der jetzt aufgemacht hat. Schauen wir mal. Okay. Ey, es passiert gar nichts. Das macht mir Angst. Sollte es wahrscheinlich nicht. Tut's aber. Gucken wir mal hier hinten. Da geht's wahrscheinlich nicht weiter, oder? Oder da, vielleicht geht's von da zurück zum Anfang. Und dann können wir mal gucken. Oh, ich überlege gerade, was für ein Tor war denn zu? Doch eben in dem Gang, wo ich gerade vorbeigelaufen bin, war ein Tor, das zu war. Kurz nachdem ich das Monster gesehen habe, ziemlich sicher. Und wie komme ich denn? Wie komme ich da zurück? Hier? Ich glaube, es war so in etwa in die Richtung. Ich glaube, ich laufe schon etwa in die richtige Richtung. Aber ich bin mir nicht sicher. Fuck. Nee, falscher Weg, ne? Ach, Leute. Oh, bin ich. Ach Gott, ich muss mir markieren. Da war ich. Fuck, hier war ich noch nicht, ziemlich sicher. Ach, scheiße. Ich komme hier nie wieder raus. Ich komme hier nie wieder raus. Oh mein Gott. Was? Mark your steps, you will be here forever. Warte mal. Das ist der richtige Weg! Das ist der richtige Weg! Holy shit! Kann ich hier raus? Bin ich hier richtig? Muss hier richtig sein. Please. Oh Gott. Da hinten ist ein Schalter. Oder? Oder war ich hier schon? Nee, war ich noch nicht. Hier ist ein Schalter. Was bringt der Schalter? Oh fuck. Zurück zum Anfang? Ich habe keine Ahnung. What? Hä? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ich weiß nur, dass ganz am Anfang war ein Raum. Oder? Doch. Ganz, ganz am Anfang gab es einen Raum mit drei Toren, wo ich nicht durch konnte. Vielleicht muss ich da lang? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Ist das Vieh da hinten? Hallo? Ah? Okay, einfach langsam entspannt weiterlaufen. Das Licht ein bisschen dunkler machen. Aber komplett ausfackelt. Ich sehe das Vieh sowieso in diesem roten Leuchten. Okay. Was ist da? Ah, nichts. Gut. Hi. Okay, da hinten ist ein Gang. Da ist der Gang zurück zum Anfang, glaube ich. Okay, ich laufe mal hier rein. Ich weiß es nicht. Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich versuche es einfach mal hier. Ah, hier geht's runter? Wait, bin ich richtig? Bin ich richtig? Bin ich richtig? Ich weiß nicht, bin ich richtig? Nee, hier geht's nicht weiter. Oder? Ach, fuck. Okay, nee, von hier bin ich gekommen. Ach, scheiße. Okay. Das heißt, hier kann ich jetzt mal alles markieren. Da muss ich nicht mehr langlaufen. Ah, das Spiel geht irgendwie schon länger, als ich irgendwie erwartet hätte, oder? Ich muss jetzt schon mal sagen, es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Atmosphäre ist da. Das Spiel hat was. Und das Vieh können sie vielleicht noch ein bisschen... Ich würde sagen, aggressiver machen. Wait, what? Wo war das denn? Bin ich tot? Ich sag das Vieh so. Oh Gott, ich Vollidiot. Oh Gott.
Ach, come on. Genau in dem Moment. Ach. Ich hätte einfach nichts sagen sollen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte das nicht sagen sollen. Bestimmt kommt das Vieh jetzt. Und was passiert? Ich bin tot. Denke ich mal. Spiel ist eingefroren. Ich werde tot sein. Aber ich glaube, ich war ziemlich kurz am Ende. Wahrscheinlich hätte ich noch einmal durchlaufen müssen und wäre das Spiel vorbei gewesen. Also, ich nehme einfach mal an, ich habe es durchgespielt. Oder doch nicht. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder, Leute. Euer Corrupted. Aber ich muss sagen, das Spiel war nicht schlecht. Es war, hatte eine gute Atmosphäre. Man hätte vielleicht ein bisschen Musik einbauen können. Und das Vieh ein bisschen grusiger designen oder so. Ich weiß nicht genau, wie es aussah, aber... Ja, also schlecht war es nicht. Hatte gute Atmosphäre, aber mit den Schaltern war ein bisschen verwirrend, wo ich lang musste. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns auch im nächsten Video, Leute. Euer Corrupted. Bis dahin. Bye-bye. Okay. Hier ist nichts, da ist noch ein Stuhl. Boah, also der Grafikstil ist echt gut gemacht. Schaut das mal an. Da kann ich nicht meckern. Da kann ich echt nicht meckern. So, jetzt nochmal. Jetzt muss ich irgendwie das Vieh reinlocken, damit ich drüber rumrennen kann. Okay, ich habe das Vieh vorhin noch nicht gesehen. Ich finde dem Moment hier mega creepy, wo das Vieh so langsam aus dem Dunkeln kommt und verschwommen ist. Das hat echt was, wirklich. Das ist gut gemacht.